Ja, wir haben ein Problem. Ja. Ein Factorio-Problem. Wir haben ein Problem. Wir haben ein bisschen viel, wir haben ein Zahnrad-Problem. Ich habe aber eventuell schon die Lösung, Minjas. Warum haben wir jetzt so viele? Pass auf, also, ich erkläre mal kurz, weil die Fehlerhaftigkeit meines Systems. Du machst einen Kreis drumherum und machst zwei Ressourcen drauf. Eine der beiden Ressourcen wird aus welchen Gründen auch immer so ein bisschen Überhand gewinnen. Und wenn dann zu viel von einer Ressource drauf ist, dann ist irgendwann kein Platz mehr. Also dann die Maschinen nehmen ja nur das rein, was sie reinnehmen können. Die brauchen hier nur Eisenplatten. Und sie legen Zahnräder drauf. Du siehst, dieser Arm hier hat ein Zahnrad in der Hand. Das kann er nicht ablegen, weil einfach kein Platz ist. Und so geht's kaputt. Die ganzen Eisenplatten sind reingegangen, die ganzen Zahnräder sind raus. Und ja, jetzt können auch keine neuen Zahnräder mehr, keine Platten mehr reingenommen werden. Und die Eisenplattenstau. Das komplette Ding hier ist super verstaut. Und theoretisch meine Lösung wäre, dass wir hier das machen, dass Band ankommt mit Eisenplatten und die Maschinen die Eisenplatten reinnehmen und auf der anderen Seite werden Zahnräder gebastelt. Werden die Zahnräder rausgehauen. Also ein Eingang und ein Ausgang. Jo. Verstehst du? Jo. Und außerdem, was noch mit unser Problem ist, ist, dass wir nach hinten das alles wegstauen. Also, guck mal, hätten wir es nicht, also rein theoretisch jetzt mal kurz eine Überlegung, wäre es nicht sinnvoll, das Förderband einfach in der Mitte durchzuführen zwischen den Maschinen? Also es ist jetzt ein bisschen blöd, wie wir es da oben gebaut haben, ja? Ja, genau, das ist gut. Weißt du, dass wir in der Mitte durchführen und einfach und nur... Und oben und unten kommen dann Zahnräder raus. Richtig. Gut. Willst du das mal angehen? Nö. Das ist sehr, sehr nett von dir. Ich kümmere mich nämlich derweilen darum, dass wir die grünen Fläschchen endlich mal machen. Jetzt überlege ich nur, wir haben nur zwei Abstand. Das ist suboptimal, ne? Weil wir... Na, das wird gehen. Glaube mir. Ich muss die Produktionsmaschinen umsetzen, oder nicht? Weil warum? Weil ich kein Förderband dazwischen kriege, plus noch zwei Roboterarme. Muss ja drei hoch sein, richtig? Muss ich wieder zurücklaufen. Wir brauchen dringend die Autos. Du kannst... Oh ja, das könnte sein. Ich kriege auch kein Förderband plus zwei, weißt du, oben und unten beladen. Stimmt, du brauchst... Ja. Ja, du hast recht. Du hast recht. Jetzt lässt du mich alleine. Okay, warte mal, ich knapp's erstmal die Zufuhr. So. Ich brauche dringend ein Auto. Kann so nicht arbeiten. Okay, jetzt darf ich das Ganze wieder abreißen, ne? Okay. Achso, warte mal, jetzt... Reiß ab. Nein, nicht hinlegen. Ich hab nicht, war nicht so gemeint. Ich muss den Strom abknapsen. Nee, den Strom abknapsen ist auch doof. Wieso musst du immer den Strom abknapsen? Damit die Scheiße hier aufhört. Oh, jetzt blinkt alles. Das sieht nicht gut aus. Okay. Harte Umbaumaßnahmen. Das heißt, wir haben hier ein Ding, was ankommt. Kann ich irgendwie schneller abbauen? Geht nicht, ne? Hier nehmen sich die Arme das raus. Und dann... Ah, ja, das ist ein gutes System. Das dauert ja ewig, so ein Förderband abzuknapsen, ne? Ja. Frag mich, ob es da schnellere Möglichkeiten gibt. Aber ich glaube nicht. Hier kommt's rein. Wir benutzen die gelben, ne? Die gelben für Produktion. Ja. Nein. Rein, rein. Dann habe ich nicht genug. Das ist nicht gut. Ich glaube, mein Inventar ist gleich voll. Ich muss Sachen rauslegen. Ich muss manchmal dein Inventar säubern, so wie bei Minecraft. Ich Inventar säubern. Muss auch mal diesen Autosave kürzer stellen für die nächste Aufnahmesession. Länger stellen. Kürzer? Länger. Alle zwei Minuten speichern. In zwei Minuten ist nicht viel passiert, weißt du, was ich meine? Ja. Ja, du hast recht. Aber mach mal fünf. Ja, gut, kann ich jetzt eh nicht ändern. Also kann man nur dann. Kannst du jetzt eh nicht ändern, Mann.
Nee. Oh Gott, ich baue hier seit 5 Minuten Sachen ab. Oh Licht. Oh Licht. Oh, es ist dunkel hier. So, ein Förderband, was nach rechts durchgeht. Ich mache ja gerade sowas ähnliches wie du, ne? Nur anders. Was brauchen wir nochmal für grüne Fläschchen? Also, grüne Fläschchen brauchen Arme. Und die Arme... Okay, okay, okay. Dann brauche ich jetzt ein mega langes Förderband wieder. Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Haben wir hier noch? Oh ja, oh Gott. Jetzt habe ich dieses... Ah. Oh Gott, wie du alles... Oh ja, es ist so nackt. Haben wir hier noch was? Einfach alle. So. Nein, ich will nicht fahren. Halte an! Das ist still, gell? Das ist diese Konzentrationsphase. Ja. Moment. Was ist denn? Nix. Ach, ich bin ein Idiot. Das ist nicht so schlimm. Nein, merkt der Zuschauer gar nicht. So. So, das passt. Der muss so. Führen wir das jetzt hier. Der muss so. So, und der nimmt ab. Und der baut drauf. So. Und dann müssen wir das Ganze wieder zurückleiten. Oh nein. Gut, das kann ich optimieren, ja. Das freut mich. Geil. Oh, ich mach so viel unterirdische Sachen. Das ist sehr, sehr gut für den Rücken. Unterirdische Sachen machen, ja. Ja. Hab ich schon gehört. Hä? Ah. Geil. Wow. Wow. Okay, dann kümmere ich mich jetzt unten um die... Du optimierst oben. Ich kümmere mich unten um die weitere Produktion der komischen Seilsachen. So, die geben Dings, die geben Bums. Raus. 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 Rein. 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 Hab ich Mist gebaut? Habe ich mir schon gedacht. Ist das Quatsch hier? Ich Nein, glaube nicht. Sehr gut. So, jetzt müssen wir das wieder zurückleiten. So was? Es ist. Es, ja. Ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht unbedingt die ganze Zeit reden. Es ist nur schade, dass keine Musik läuft. Bei mir schon. Echt? Mhm. Manchmal läuft bei mir Musik, manchmal nicht. Also, weil dir ist auch gerade aufgefallen, dass wir nicht gesprochen haben, ne? Ja, so ein bisschen. Wo muss ich jetzt die... Wo muss ich jetzt die Kupferkabel hinleiten? Wir machen ja noch die Schaltkreise. Warte. Ich bin... mein Hirn explodiert. Oh. Ich hab mal eine Frage. Sag mal, wenn ich dich fragen kann. Nein, hallo? Das ist gut. Ja, warte. Das ist zu nah, gell? Das geht so nicht. Doch so. Was machst du da? So, rein theoretisch müsste das jetzt dazu führen. Eisenplatten. Hä, aber jetzt hast du ja immer noch einen Kreis. Mann, Minjas. Nein, ich habe keinen Kreis. Der wird ja wieder zurückgeführt. Na klar ist es ein Kreis. Es läuft oben einmal um diese Sachen herum. Der Plan war doch. Darf ich dir mal was zeigen? Ja, mach du mal, dann habe ich es nicht verstanden. Komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit, damit du es einmal gesehen hast. Ich habe einen Stau. Guck mal, hier habe ich das neue System gebastelt. Hier kommt mittig, das Ding geht durch und das ist quasi nur der Eingang.
gedruckten Sachen. Ja. Und außenrum ist das Äußere, wo nur der Ausgang raufkommt. Okay. Dass die Ressourcen sich nicht vermischen mit dem Endprodukt. Das meine ich. Aha. Und bevor du jetzt hier nachdenkst, sagen wir mal eine Sache. Wollen wir lieber Eisenplatten nach unten transportieren, damit wir unten die Elektronik machen können? Oder wollen wir lieber die Kupferdrähte nach hier oben bringen, damit wir hier oben die Elektronik machen? Oh, der meckert. Ich hab. Mein Inventar ist schwierig. Okay, ich hab's mir gerade selber beantwortet. Danke sehr. Oh, ich optimiere ich vorher das hier? Nein. Kann ich hier umsortieren? Ja. Muss kurz mal Eisenplatten loswerden, so jetzt geht's. Das Spiel meckert mich an, mein Inventar ist voll, sonst machen das die Zuschauer, jetzt macht das das Spiel. Das ist irgendwie schwierig, wenn man das Spiel mich schon übervorteilt. Das ist so, während der Aufnahme schon gemecker. Auch schwierig. Es ist aber auch richtig so. Ich habe schon wieder zu wenig von dem Scheiß, ne? Ja. So, ich habe aufgeräumt. So. Müssen wir den Scheiß noch abbauen? Okay, dann habe ich es eben nicht ganz verstanden, was du gesagt hast. Moment, die besorgen das nicht. Die Schweine. Warte mal, da habe ich eine Idee, oder? Geht das? So. Machen das ganz anders. Wir machen... Na, war doch. Achso, ich stehe wieder nicht dran. Ich bin noch ein bisschen gerade so... naja. Ja, genau. Jetzt bau die Maschine dahin. Sehr gut, Minjas. Hör die Zuschauer kollektiv. Ah! Ja, die schreien alle rum. Das ist aber nicht so schlimm. Ja, dann geht das ja gar nicht, wie das vorhat mit den Armen. Da müssen wir die wieder weg. Oh Mann, Minjas, echt. Ah, jetzt, okay, jetzt habe ich eine Idee. Oh, ich bin so schlau, ey. Mhm. Ich bin so unglaublich schlau. Wir brauchen halt gleich noch mehr Platten, ne? Aber das ist ja schon bewusst. Ah ja, sehr gut. Ja, das machst du sehr gut. Nur, dass wir hier Platz brauchen noch für Arme. Ja, ja. Hätte ich gleich gemerkt. Das ist doch gut. So, Arme. Arme. Ich hab gelbe, soll ich? Ich mach einfach. Ah, hast du? Hast du auch? Ja, okay, ja. Gut. Gut. Bin Profi, weißt du doch. Gut. So, was ähnliches müssen wir hier machen. So, das jetzt muss ich nur noch programmieren auf Zahnräder, waren es hier oben, ne? Du musst da gar. Achso, die Maschinen, ja. Jo. Richtig. Mach mal Alt an, das ist irgendwie übersichtlicher mit Alt, finde ich. Ja, manchmal muss man aber Alt auch ausmachen. Echt? Wieso? Ja, wenn du zum Beispiel nicht weißt, was... doch, es ist selten. Sagen wir so. So. So, warte mal, jetzt muss ich hier oben auch gar keinen Arm machen, der das abgreift. Der ist ja auch wieder obsolet, weil der weiß ja schon... Also, weißt du, der kann ja nur Zahnräder abgreifen, hat ja gar keine andere Chance. Richtig. Richtig. Okay, und was war hier nochmal? Hier machen wir die Dinger, okay. So, aber wir brauchen einmal Eisenplatten, die ich von hier oben abzapfe mit einem Arm, der... Krass, ey, was hier los ist schon wieder, ne? Zack. So, und dann einen kleinen Arm, der... Du könntest hier auch einen großen reinstellen, einfach mittig. Oder so. Ach, so geht's auch, natürlich. Das ist dumm. Warum? So, jetzt. Naja, weil ich nicht im Strom gesessen habe, gestanden. Ach so. Naja, das ist besser. Okay, was ist hier noch der Fehler? Ach, dieses läuft falsch rum. Wozu hast du den blauen Arm gemacht? Eben lief's halt andersrum. Blauer Arm ist auch Quatsch, ne? Blauer Arm ist Quatsch. Oder wofür? Ach so. Nö. Genau. Okay, jetzt darf aber auch nicht, jetzt darf wieder auch nicht eins mehr kommen als das andere. Verstehst du? Jetzt dürfen auch nicht mehr Eisenplatten als. Ja, jetzt bist du aber ein bisschen pingelig. Naja, nee, guck mal. Das Problem wird sein, wenn sich hier irgendwann aus irgendwelchen Gründen nur Eisenplatten stauen, dann können hier nicht mehr die Sachen reingetan werden, die das Ding braucht. Es braucht ja zwei Komponenten. Verstehst du? Das ist richtig. Aber ich glaube, das staut sich so schnell zurück. Weißt du, wie wir das lösen können? Hm? Sehr einfach. Der rote Arm macht doch hier Eisenplatten drauf, ne? Jo. Pass mal auf.
Dann nehmen wir jetzt das. Machen wir so. Dann machen wir das Ding hier hin. Und dann setzen wir den roten Arm. Ich hoffe, dass es jetzt so gut ist, wie ich mir das gerade vorstelle. Ich bin gespannt. Warte mal, ich habe sogar falsch gemacht jetzt, ne? So. Ist ja voll der Unterschied zu vorher. Na doch, wird es sein gleich. Weil jetzt, okay, warte mal, jetzt müssen wir. Das hier auch noch optimieren. Das ist doch Quatsch, ziehst du oben vorbei. Naja, gut. Ja, ich bin dumm. Und jetzt so. Und jetzt müsste eigentlich. Fischkopf 2016. Jetzt müsste eigentlich der eine. Ach nee. Oh, jetzt fühlst du aber die an. Siehst du, du machst hier Quatsch. Wir müssen noch eins weitermachen. Damit der gelbe Arm halt das auf die eine Seite legt. Weißt du, was ich machen will eigentlich? Also hast du. Das ist, nee. Dass die Eisenplatten links sind und die Zahnräder rechts. Das war mein Plan, aber es ist jetzt nicht ganz aufgegangen. Was du gemacht hast, hat dazu geführt, dass wir links jetzt eine Doppelreihe Zahnräder gleich haben. Ja, nee, jetzt ist immer noch nicht das, was ich wollte. Wie machen wir das denn jetzt, dass die Zahnräder auf das rechte Ding gehen? Sag mir das mal bitte. Kannst du mir das erzählen, wie das geht? Ja gut, der Greifarm, der gelbe, der befeuert ja beide Dinger, gell? Der gelbe stellt halt gegenüber, also auf die linke Seite. Du könntest den gelben kurz abschalten, bis das linke Teil voll Eisenplatten gelaufen ist. Nee, das habe ich eben schon probiert, das ging nicht. Warum? Das muss theoretisch gehen. Ja, er stellt es nicht auf das ihm nähere ab. Er stellt es nur gegenüber ab. Nee, das kann nicht sein, weil er beide befeuert. Nee, er würde doch jetzt auch auf das andere da was drauflegen. Pass mal auf, wir machen mal Folgendes, wir testen das mal, pass auf. Warum sollte er denn nicht jetzt auch, weißt du? Warte. Lass uns testen, weil ich glaube... Was hast du denn vor? Du hast Unrecht, das ist säubern. Das muss gereinigt werden. So. Das muss, keine Rassenvermischung. Anders. Materialvermischung, jetzt, natürlich. Oh. So, jetzt. Warte, jetzt guck mal, jetzt pass auf. Ja, ich bin gespannt. Nicht? Was hast du vor? Ja, warte. Worauf denn? Einen Moment, dass sich da zurückstaut. Warum hast du das? Das soll sich zurückstauen bis oben. Nee, er wird's nicht. Ich weiß, was du vorhast, aber das war eben schon mal der Fall. Genau diese Situation war schon mal der Fall eben. Du meinst nicht, wenn das vollgestaut ist, dass es dann automatisch auf die andere Seite legt? Nee, das hat es eben. Ich dachte das auch eben, aber das hat halt nicht funktioniert. Wir müssen das schaffen, dass hier irgendwie armtechnisch auf die rechte Seite gelegt wird. Ja, aber der Arm hat ja keine Richtung. Der weiß ja nicht, wo es hinlegen soll. Doch, der tut's immer auf die gegenüberliegende Seite. Der tut's immer auf oben. Der Arm tut immer Sachen auf die gegenüberliegende Seite des Bandes. Reinnehmen kann er von beiden. Ablegen kann er anscheinend nur auf der gegenüberliegenden Seite. Guck. Stimmt, hast du gesehen? Er blockiert. Ja. Okay, und das kriegen wir aber hin. Dann weiß ich wie. Pass ja. Auf. Also pass ja. Auf. Jetzt, hast du? Ja. Jetzt hat er okay. Gespeichert, gut. So, warte. Ja. Das hier. Das unterbrechen. Ja. Das unterbrechen. Oh mein Gott, was ist denn jetzt? Du willst da drum rumdrehen oder was? Nee. Wir müssen hier einfach nur in diese Richtung kommen. Weißt du, was ich meine? Noch nicht. Wir müssen die praktisch von oben nach unten befeuern. Also... Verstehst du? Es wäre ja auch eine Möglichkeit, das unterirdisch durchzutun, dass es von der anderen Seite kommt und dass dann der Arm von der anderen Seite das darauf legt. Das wäre ja auch möglich. Ich weiß nicht, ob du das gerade meinst. Nee, ich wollte jetzt einfach nur so eine Waagrechte machen, wo praktisch von oben Eisenplatten beladen werden, von unten, weißt du? Ich habe eine Idee. Ja. Minjas, das ist viel einfacher. Mach. Nee, ist es einfacher? Das ist jetzt eine geile Folge. Ist nämlich gleich zu Ende. Schaffen wir es zum Ende. Aber wir haben noch Zeit. Komm, das machen wir jetzt. Wir machen das jetzt so lange, bis es. Okay, weil ich dachte, wenn man den roten Arm jetzt irgendwie so benutzt. Jetzt habe ich hier das Inventar unten voll mit Scheiße. Aber du. Ja. So, also. Wir wollen quasi. Nehmen wir an, das hier sollte weiterlaufen, so wie es läuft. Mhm. So. Das heißt, der Arm würde auf die linke Seite legen.
Das heißt, man könnte das Problem angehen, indem man versucht, dass die Platten, die hier kommen, auf der rechten Seite landen. Mhm. Und das machen wir, indem wir einen Arm haben. Einen nach links laufen einfach. Der von links nach rechts tut. Mhm. So ein. Mhm. So, das bedeutet. Hier kommt. Da. So, das ist, was wir wollen. Das ist die Situation, wie sie für uns eine gute ist. Wir haben schon ziemlich viele Folgen aufgenommen, müssen die Zuschauer wissen. Wir sind in einer Aufnahmesession von Folge 1 an. Warte. So. Und jetzt hast du den roten. Jetzt machen wir noch den roten und dann machen wir das da unten dran. So. Genau. Ja, und dann machen wir ein Förderband. Und dann machen wir. Da könnten wir eine Kiste nehmen. Nee, können wir nicht. Bam! Ja, ja, geht. Alles klar. Siehst du, so habe ich halt ja gesagt. Also hast mir ja nicht zugehört. Jetzt müssen wir unten noch die Platten wegnehmen. Das machst du gerade, nehme ich an. Ja, ja, ich bin dabei. Oh, wow! Und das ist jetzt nämlich gut. Ich weiß nicht, ob das hier optimal gelöst ist. Naja, es staut sich jetzt zurück, je nach Sortenreinheit. Genau, also das ist sehr gut. Ich weiß nur nicht, ob dieser Teil, wo ich gerade stehe, ob man das irgendwie anders machen kann, sodass es viel cooler ist. Es sieht aber auf jeden Fall cool aus. Es sind drei Arme im Einsatz. Es ist super. Es ist mega. Es ist, ich finde es hat Charme. Gut. Ja, dann. Somit sind wir am Ende einer Folge. Danke. Und wahrscheinlich auch die letzte für diese Runde. Echt? Oh nein. Weiß ich noch nicht. Nur gucken. Ich hoffe nicht. Ich muss dann noch die Kabel weitermachen. Ja, alles klar. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.